Dieses Wort hat unterschiedliche Bedeutungen. Es bezeichnet zum einen die Kräfte, die Strahlung, die Energie, die von Körpern abgegeben wird, auch kleine Partikel und Teilchen, die von Verbrennungsmaschinen oder auch von Körpern abgegeben wird. Es ist aber gleichzeitig auch die Bezeichnung für die Ausgabe von Wertpapieren oder Geld, ihre Einführung in den Umlauf und Verkehr. Es ist die Emission. Emission. Emission.